Eine unserer Ideen war es, dass es eine Technologie gibt, um Pflanzen, um Bäume, um unsere Umwelt besser zu verstehen. Hey, was wäre denn, was würde das bedeuten, wenn das möglich wäre? Vielleicht ist es auch wie eine Art von Schulfach, etwas, was genauso wichtig ist wie Mathematik, wie Deutsch lernen, dass wir die Sprache oder die Kommunikation mit der Natur wieder mehr lernen. Also was wäre, wenn, ist schon eine übergreifende Frage in unserer Arbeit. Und geht es auch darum, nicht Dinge zu gestalten, die zeigen, wie die Welt ist, sondern die Fragen, wie die Welt sein könnte. Dodo Vögler ist Gründerin und Geschäftsführerin der Strategie- und Innovationsagentur Ellery Studios in Berlin und leitet deren Bereich Zukunftsforschung. Ihre Methode? Design Fiction. Also was wäre, wenn wir der Natur ihren Raum zurückgeben würden? Ah ja, das ist die Ausgangsfrage. Mit Pflanzen kommunizieren mag vielleicht erstmal ein bisschen esoterisch klingen. Also es ist weniger eine Vorlage über die Zukunft, wie sie wirklich eintreten wird, sondern eher eine Anregung, wie sie sein könnte. Und daraufhin können wir dann natürlich diskutieren, wollen wir das oder wollen wir das vielleicht auch nicht. Design Fiction, spekulatives Design, Critical Design, das sind alles Begriffe, die oft sehr synonym verwendet werden, befindet sich an der Schnittstelle von Design, von Wissenschaft. Im Prinzip sind es Services, sind es Objekte aus fiktionalen, künftigen Welten. Es geht darum, die vorstellbar zu machen, plastisch zu machen und in die Gegenwart zu holen, um sich so die Zukunft ein bisschen vorstellbarer zu machen. Es können Artefakte sein, es können audiovisuelle Formate sein, es können Performances sein, es können Videos sein. Design Fiction hilft, Zukünfte plastisch zu machen, vorstellbar zu machen und auch mit einer breiteren Masse im Prinzip diskutieren zu können. Design Fiction kann sich mit allen möglichen Themen beschäftigen. Mit Robotik, künstlicher Intelligenz, Mobilität, Sterblichkeit, dem zwischenmenschlichen Zusammenleben. Immer geht es um technologische und gesellschaftliche Entwicklungen und damit verbundene moralische Fragestellungen. BioFictions ist ein Projekt, das wir 2020 umgesetzt haben und da haben Wissenschaftlerinnen, Designerinnen ganz eng zusammengearbeitet und im Prinzip sitzt es genau an der Schnittstelle von Wissenschaft und Design. Es ging darum, wie man das Thema Bioökonomie, was sehr groß ist, sehr komplex ist, kommunizieren kann. Bioökonomie ist im Prinzip die Transformation hin zu einer biobasierten Wirtschaftsweise, weg von einer ressourcenbelastenden Wirtschaftsweise, also dass wir mehr Erdöl, mehr Kohle und sonstiges verbrauchen, weil das einfach die knappen Ressourcen dieses Planeten sind. Mit der Methode des Design Fiction arbeiten nicht nur Kreative wie Dodo Vögler. Auch Unternehmen nutzen das Instrument und genauso die Wissenschaft. Im Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation in Berlin arbeiten Wissenschaftlerinnen wie Lynn Harles und Marie-Lena Heidingsfelder damit. Grundsätzlich kann man spekulatives Design für die unterschiedlichsten Zeithorizonte machen. Zu nah ist immer schwierig, weil man dann technologische Möglichkeiten gar nicht mehr so viele hat. Und zu weit ist auch immer schwierig, weil dann ist der Anteil der Spekulation, was möglich wäre, sehr, sehr groß. Das Sooner Now ist aus meiner Sicht besonders interessant, weil man in der Technologieentwicklung noch unterschiedliche Pfade hat der Ausgestaltung. Also man weiß schon, was möglich wäre, man hat aber unterschiedliche Ausgestaltungspfade. Und gleichzeitig ist es für so Akzeptanzdialoge mit Bürgerinnen und Bürgern toll, wenn man sagen kann, das sind Dinge, die ihr noch miterleben könnt. Genau, das Artefakt, was man hier sieht, wurde im Projekt Food Fictions entwickelt, im Rahmen vom Wissenschaftsjahr. Und in diesem Projekt wurden 5 Szenarien entwickelt, die über Lebensmittelinnovation spekulieren. Also das Objekt zeigt quasi ein fiktives Küchengerät. Also man muss sich vorstellen, dass man das quasi zu Hause in der Küche stehen hat und ist auch formal so ein bisschen angelehnt an die Küchenmaschinen, die man kennt, Kaffeemaschinen etc. Und hier sieht man einen Algenbioreaktor, quasi das Herzstück, worin die Alge wächst. Dann haben wir im nächsten Schritt haben wir quasi die Licht- und Sauerstofforgel, wo man die Alge per Sauerstoff- und Lichtimpulse schon mal verändern kann. Und dann haben wir im dritten Schritt haben wir quasi den DNA-Editor, in dem es darum geht, die DNA der Alge zu verändern.
Und dann haben wir das nochmal weiter zugespitzt auf das Thema Biotechnologie und die Genschere, also dass man quasi DNA gezielt an einer Stelle verändert. Also zum Beispiel, man hat eine Alge und man möchte, dass die jetzt irgendwie eine Erdbeere schmeckt. Könnte man quasi in einer Gendatenbank die DNA hinzufügen, die man dafür bräuchte, damit sie das so produziert. Das spielt auch auf eine Ambivalenz ab, weil es sieht im ersten Augenblick sehr spielerisch aus, sehr einfach und ah ja, cool, das will ich zu Hause haben. Stellt aber auch sehr stark eben die Frage nach der Grenze. Wie weit wollen wir gehen? Wo hören wir auf, die Alge zu verändern? Bei diesen Artefakten geht es darum, also sie stellen nichts Konkretes dar, sondern sie sind eher eine Hilfestellung, wenn es darum geht, in Workshop-Formaten unterschiedliche Zielgruppen darüber spekulieren zu lassen, wie gewisse Dinge aussehen können. Weil eben nicht immer nur DesignerInnen sich die Zukünfte ausdenken sollen, hat das Team vom Fraunhofer Cerri zum Beispiel auch einen digitalen Hackathon für Jugendliche veranstaltet. Zusammen mit der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften. Die SchülerInnen bauten dabei in Minecraft virtuelle Welten, in denen sie gerne leben wollen. Also wir sind ja hier im Wissenschaftskontext der angewandten Forschung. Also in Fraunhofer geht es immer darum, Forschung zu machen, die relativ schnell auf den Markt kommt, die einen hohen Anwendungsbezug hat und oft auch einen Technologiebezug hat. Und wir nutzen Ansätze des spekulativen Designs oder des Designs Fictions, um Akzeptanzdialoge zu führen. Das ist so ein großer Punkt. Also es geht darum, wenn man sich überlegt, was für Technologien wird es in Zukunft geben, diese schon so früh greifbar zu machen und auch diskutierbar zu machen, dass man nicht nur mit Forscherinnen und Forschern darüber reden kann, sondern eben auch andere Stakeholder einbeziehen kann. Also zum Beispiel mal mit Unternehmen darüber sprechen kann, zum Beispiel mal mit Bürgerinnen und Bürgern darüber sprechen kann. Und da nutzen wir dann Design-Fiction-Ansätze oder Speculative-Design-Ansätze, um einmal aufzuzeigen, so könnte eine Technologie aussehen. Und was ist daran akzeptierbar, was ist daran nicht akzeptierbar, was sind Umsetzungsbedingungen, in was für Kontexten kann man sich das vorstellen? Also um dem Ganzen, dieser Technologie, so eine Art von sozialen Raum zu geben und zu zeigen, wie würde das eigentlich in der Welt aussehen? Mehr Menschen spekulieren lassen, das ist das eine. Über die Ideen für die Zukünfte mit so vielen wie möglich reden, das andere. Deswegen wollen Dodo Vögler und ihre KollegInnen die Pflanzensprache und weitere Ideen aus den Zukünften der Bioökonomie mit Hilfe von Instagram erzählen und sind gespannt auf die Reaktionen der NutzerInnen. Ja, im besten Falle wäre es eigentlich, wenn diskutiert wird. Also wenn genau diese Szenarien ein bisschen zerlegt werden und die Leute sich ihre eigenen Gedanken zum Thema Bioökonomie machen, sehen, inwieweit sie diese Vision selber mit umsetzen wollen oder auch nicht. Es geht vor allem auch darum, sich von dem, was gerade als gegeben gilt, zu lösen und auch mal komplett andere Sachen zu denken. Ich glaube, dass wir gerade in so Zeiten der Krisen eigentlich viel mehr darüber nachdenken müssten, wie alternative Zukunft auch aussehen können. Also um zum einen ein Zukunftsbild zu haben, das uns orientieren kann, das uns auch motivieren kann, das auch vielleicht neue Kraft gibt und nicht einfach nur zu wissen, hey, wir stecken drin in der Misere und wir werden es nie wieder rausschaffen.